Der Krieg in der Ukraine hat sich bereits jetzt in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und neben der humanitären Katastrophe sind auch die wirtschaftlichen Folgen unabsehbar. Viele Verbraucher fragen sich, ob auch in Deutschland kalte Winter drohen. Doch beziehen Energieversorger wie die EVM ihr Gas wirklich in erster Linie aus Russland? Wir sind zwar ein relativ großes regionales Energieversorgungsunternehmen, aber in der Tat ist es so, dass wir unser Gas entweder an der Börse kaufen oder über Verträge von großen Importeuren, die dann die verschiedenen Lieferländer bündeln und uns dann sozusagen beliefern. Die EVM selbst steht nicht in direktem Geschäftskontakt zu russischen Gaslieferern. Der vorläufige Stopp von Nord Stream 2 schien angesichts der russischen Aggression unausweichlich. Aber welche Folgen hat dies für den Energiesektor? Die momentan diskutierten Sanktionen drehen sich ja vor allem um den Stopp von Nord Stream 2. Jetzt würde ich persönlich die Einschätzung treffen, dass das keine wirklich direkten Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland hat, weil bisher gab es diese Leitung ja auch nicht und durch die bestehenden Leitungskapazitäten konnte genug Gas nach Deutschland transportiert werden. Nord Stream 2 hatte vor allem den Sinn, die Lieferung durch die verschiedenen Länder von Russland, durch die Ukraine, Belarus und so weiter einfacher zu gestalten, eine direkte Verbindung zwischen Russland und den deutschen Terminals im Norden herzustellen. Deswegen wäre ich von der Versorgungssicherheit, würde ich jetzt erstmal sagen, ist das keine große Einschränkung. Man muss natürlich mal schauen, was diese Tragödie in der Ukraine auch für Auswirkungen eventuell auf die Infrastruktur dort im Lande hat. Also das wäre der, wenn man denn der Situation was auch nur ansatzweise Positives abgewinnen kann, wäre das ein Effekt, wo ich sage, das ist erstmal nicht kritisch für Deutschland. Wir haben dazu natürlich auch noch zumindest mal einigermaßen gefüllte Speicher und natürlich auch eine Lieferstruktur, die von ganz vielen anderen Richtungen passiert. Wenn man sich überlegt, was hat das am Ende für Auswirkungen auf die Verbraucher, auf die Nutzer von Gas in Deutschland, ist das natürlich schwerer zu prognostizieren. Das ist jetzt wirklich davon abhängig. Gibt es auch noch weitere Sanktionen? Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass man einen generellen Lieferstopp für russisches Gas nach Deutschland oder generell in die EU verhängt. Das hätte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit natürlich Preismaßnahmen zur Konsequenz, weil das Gas dann ja anders beschafft werden muss. Hier muss ich aber auch ehrlich sagen, sind wir auch in der Gaswirtschaft noch sehr, wir können noch gar nicht abschätzen, in welche Richtung es geht. Wir sind nur der festen Überzeugung, dass wir eine diplomatische Lösung natürlich absolut bevorzugen würden. Und dann müssen wir schauen, wie wir mit der Situation im Endeffekt umgehen können. Sollte der russische Gasmarkt wirklich auf Jahre unzugänglich sein, welche Alternativen stehen dann eigentlich zur Verfügung? Wenn man sich jetzt überlegt, wer ist von wem abhängig, ist das mit Sicherheit eine bidirektionale Abhängigkeit. Wir brauchen die Gasmengen aus Russland. Wenn wir sie nicht aus Russland bekämen, müsste man versuchen, sie anders zu substituieren. Was aber auch ganz wichtig zu verstehen ist, auch die Gazprom als russisches Staatsunternehmen ist auf den Export angewiesen, weil das eine der größten Exportgüter natürlich ist, die Russland hat. Also das ist eine bidirektionale Abhängigkeit. Deswegen würde ich auch immer sagen, dass beide Interesse dran haben, zumindest mal in der Kurz- und Mittelfrist diese Lieferung aufrechtzuerhalten. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, der kommende Winter ist von der Gasversorgung auf jeden Fall gesichert. Es gibt auch Schutzmechanismen, dass also zum Beispiel Privathäuser, Krankenhäuser, kritische Infrastruktur auf jeden Fall mit Gas versorgt ist. Eine wichtige Botschaft hier, müssen wir uns momentan dementsprechend keine Sorgen machen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, kann man schon sagen, das europäische Gasnetz ist komplett vermascht. Also es ist nicht nur ein singuläres Netz in Deutschland, das ist mit allen umliegenden Ländern vermascht. Und wir haben Lieferbeziehungen quasi in alle Himmelsrichtungen. Also relativ viel Gas kommt auch aus der Nordsee, aus dem Nordatlantik. In Holland wird noch gefördert. Wir haben auch eigene Förderung in Deutschland. Also sodass die Lieferquellen schon relativ diversifiziert sind. Wenn wir eine Gaslieferung aus Russland reduzieren oder sogar einstellen würden, müsste man schon schauen, wie man das substituieren kann. Ob das in Gänze gelingt, ist zu diskutieren. Es ist auch möglich, Gas zum Beispiel aus Amerika, das wird dann verflüssigt, mit Tankern hierher gefahren, hier wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt oder aus Katar zum Beispiel zu importieren. Man muss sich dabei aber auch bewusst machen, wenn das Angebot kleiner wird und die Nachfrage gleich bleibt,
ist ein Preiseffekt daraus zu erwarten. Der ist überhaupt nicht zu prognostizieren. Alles, was ich jetzt sage, wäre dementsprechend falsch. Aber das ist natürlich schon ein Punkt, den man sehen muss.